Für viele junge Menschen bedeutet Freitagabend vor allem eines: Party und eine gute Zeit. Vielleicht trifft man sich ganz in Ruhe zu Hause mit Freunden, um einen entspannten Abend zu verbringen. Vielleicht zieht man aber auch um die Häuser, um den einen oder anderen Club oder eine Bar zu besuchen. Vor allem zu Ferien- und Urlaubszeiten sind die Lokale voller Menschen, die feiern wollen. Und genauso ist es am 31. März 2006 in Columbus, Ohio. Spring Break steht an. Die Straßen sind voller Studenten, die den Beginn der Semesterferien einläuten wollen. Unter den Feiernden ist auch eine Gruppe aus drei Freunden. Zwei von ihnen haben einen jungen Mann, der mit ihnen unterwegs war, in einer Bar aus den Augen verloren. Im Laufe eines ausgelassenen Abends kann das schon einmal passieren. Die Bar ist zwar klein, aber im Laufe der Nacht wird sie ziemlich voll. Die beiden Freunde denken sich nicht viel dabei. Wahrscheinlich hatte ihr Kumpel irgendwann einfach keine Lust mehr und ist nach Hause gegangen. Erst später werden die Freunde realisieren, wie falsch sie mit dieser Einschätzung liegen. Denn ihr Freund Brian Schäffer wird vermisst. Er ist am Abend des 31. März 2006 nicht nach Hause gegangen. Aber es wird noch viel rätselhafter. Obwohl Brian Schäffer spurlos verschwunden ist, scheint eines klar: Er hat die Bar nie verlassen. Wir haben Brian go back off the camera and we're unable to locate him leaving the building. Brian Schäffer ist 27 Jahre alt, als er für immer verschwindet. Nach seinem Highschool-Abschluss hat er sich für ein Medizinstudium an der Ohio State University in Columbus eingeschrieben. Ursprünglich kommt er aus der Kleinstadt Pickering. Dort ist er mit seinem 2 Jahre jüngeren Bruder bei seinen Eltern aufgewachsen. Brian wird als freundlich und zielstrebig beschrieben. In seinem Umfeld und auch an der Ohio State University ist er sehr beliebt. 2006 ist Brian in seinem letzten Jahr vor dem Universitätsabschluss. Am 31. März beginnt also sein letzter Spring Break. Was wir hierzulande einfach als Semesterferien bezeichnen würden, ist in den USA ein regelrechtes Phänomen. Viele Studenten nutzen die ein- oder zweiwöchige Pause traditionell für Partyurlaube oder eben für ausgiebige Ausflüge ins Nachtleben. Für Brian Schäffer dürfte der bevorstehende letzte Spring Break ein ganz besonderer gewesen sein. Brian schreibt in der Uni gute Noten und hat eine glänzende Zukunft vor sich. Während des Studiums lernt er seine Freundin Alexis kennen. Auch sie ist Medizinstudentin. Die beiden kommen sich schnell näher und führen eine harmonische, glückliche Beziehung. Brians Ausgleich zum stressigen Uni-Alltag ist seine Leidenschaft zur Musik. Er spielt selbst Gitarre und ist großer Fan der Band Pearl Jam. Er hat sich das Bandlogo sogar auf den Arm tätowieren lassen. Außerdem ist Brian ein ziemlich guter Tennisspieler. Er ist sogar so gut, dass er eine Tenniskarriere hätte anstreben können. Stattdessen hat er sich aber für ein Medizinstudium entschieden. Seine Mutter arbeitet als Krankenpflegerin, ihm scheint es wichtig zu sein, in ihre Fußstapfen zu treten. Brian trifft sich am 31. März 2006 nach den letzten Unikursen mit seinem Vater Randy. Die beiden gehen in einem Steakhouse in Columbus essen, um den Spring Break einzuläuten. Brians Mutter kann an diesem besonderen Tag leider nicht dabei sein. Nur wenige Wochen zuvor ist sie an Knochenmarkkrebs gestorben. Brian und sein Vater Randy stehen sich seither näher denn je und verbringen möglichst viel Zeit miteinander. Der Verlust seiner Mutter hat Brian schwer getroffen. Dennoch ist sein Umfeld sich einig, dass er sich den Umständen entsprechend gut schlägt. Gegen 21 Uhr verabschieden Brian und Randy sich voneinander. Denn für den 27-Jährigen geht es noch weiter. Er ist mit Freunden zum Feiern verabredet. In der High Street trifft Brian sich mit seinem ehemaligen Mitbewohner William. Brian und er sind gut befreundet und stoßen in mehreren Bars miteinander an. Kurz nach Mitternacht kommt eine Freundin namens Meredith dazu. Meredith ist noch nüchtern, also fährt sie Brian und William zu einer Bar namens Ugly Tuna Saloon. Die Bar befindet sich im Gateway Film Center, einem Kinokomplex auf der High Street von Columbus. Das Lokal liegt im 2. Stockwerk und ist nur über eine Rolltreppe erreichbar. Dieses Detail wird später noch wichtig. Auf den Aufnahmen der Überwachungskameras von der Bar ist zu sehen, wie Brian sich mit William und Meredith unterhält. Er wirkt entspannt und lehnt sich an das Geländer der Rolltreppe, während er sich zu seinen beiden Gesprächspartnern umdreht. Im Ugly Tuna Saloon treffen die drei auf weitere Freunde.
Die Studenten stoßen an, unterhalten sich und feiern. Eine lokale Band spielt ein paar Songs, die Stimmung ist gut. Bis die anderen irgendwann bemerken, dass Brian nicht mehr da ist. William und Meredith schauen sich in der Bar nach ihm um. Sie versuchen mehrmals, ihn telefonisch oder per SMS zu erreichen. Aber es kommt keine Rückmeldung. Sie schauen auch in den Toilettenräumen nach, aber von ihrem Freund ist nichts zu sehen. Als die Bar um 2 Uhr am Morgen des 1. April schließt, warten William und Meredith draußen. Die beiden beobachten die jungen Menschen, die aus dem Lokal heraus in die Nacht strömen. Aber Brian ist nicht dabei. Es sieht ganz danach aus, als sei er schon nach Hause gegangen. Deswegen brechen auch die beiden auf. Am Morgen des 1. April 2006 wählt Brians Freundin Alexis seine Handynummer. Die Mailbox springt direkt an. Aber Alexis macht sich zunächst keine großen Sorgen. Schließlich weiß sie, dass Brian am Vorabend unterwegs war. Sie denkt, er würde wahrscheinlich gerade seinen Rausch ausschlafen oder sein Handyakku sei nach der langen Nacht leer. Zweifelsohne sind das die naheliegendsten Erklärungen. Doch leider liegt Alexis falsch. Alexis verbringt den 1. April damit, ihre Koffer zu packen. Sie und Brian haben für den 3. April eine Reise nach Miami geplant. Das junge Paar möchte den Spring Break in der Sonne des US-Bundesstaats Florida gebührend auskosten. Der bevorstehende Urlaub ist aus einem zweiten Grund ein ganz besonderer. Brians Mutter hat den beiden die Reise zu Weihnachten geschenkt. Es ist das letzte Geschenk, das sie ihrem Sohn vor ihrem Tod gemacht hat. In den letzten Monaten hat Brian die Reise akribisch geplant, Aktivitäten herausgesucht und Ausflüge geplant. Einige Familienmitglieder spekulieren sogar, Brian könnte seiner Freundin Alexis während der Reise vielleicht einen Heiratsantrag machen. Doch nun ist fraglich, ob Brian den Urlaub überhaupt antreten wird. Seit dem frühen Morgen des 1. April ist er unauffindbar. Tagsüber ruft Alexis immer mal wieder bei Brian an. Aber jeder Kontaktversuch bleibt erfolglos. Am Abend beschleicht Alexis dann ein ungutes Gefühl. Egal wie verkatert Brian sein mag, so langsam müsste er eigentlich wach und erreichbar sein. Es sieht ihm überhaupt nicht ähnlich, sich einen ganzen Tag lang nicht bei Alexis zu melden. Auch am 2. April hört Alexis nichts von ihrem Freund. Verunsichert macht sie sich am 3. April 2006 allein auf den Weg zum Flughafen. Sie hofft, dass Brian vielleicht dort auftauchen würde. Doch Alexis wartet vergeblich. Sie wird ihren Freund Brian nie wiedersehen. Denn der 27-Jährige ist verschwunden. Alexis geht gemeinsam mit Brians Vater Randy zur Polizei. Auch Randy hat von Brian seit dem gemeinsamen Abendessen nichts mehr gehört. Brians Vater und seine Freundin geben eine Vermisstenanzeige auf. Schnell findet man heraus, dass Brian sich zuletzt im Ugly Tuna Saloon an der High Street aufgehalten hat. Auf den Aufnahmen der Überwachungskameras der Bar ist eindeutig zu sehen, wie Brian das Lokal um 1.15 Uhr am Morgen des 1. April mit seinen Freunden William und Meredith betritt. Um 1.55 Uhr, also etwa 40 Minuten später, filmen die Kameras Brian ein zweites Mal. Er steht vor dem Eingang der Bar und unterhält sich kurz mit zwei Frauen. Dann verlässt er den Kameraradius und scheint die Bar wieder zu betreten. Das Merkwürdige ist, die Kameras erfassen nie, wie Brian das Ugly Tuna Saloon wieder verlässt. Obwohl es ja nur diesen einen Ein- und Ausgang über die Rolltreppen gibt. Durch die Sicherheitskameras wird er rundum überwacht. Und mehr noch, es stehen sogar zwei uniformierte Polizisten direkt vor den Rolltreppen, um die Feiernden im Auge zu behalten. Durch die Polizeipräsenz sollen Konflikte im Nachtleben verhindert werden. Um 2 Uhr morgens, nur Minuten nachdem Brian sich mit den beiden Frauen unterhalten hat, schließt das Lokal. Zahlreiche Gäste werden beim Verlassen der Bar von den Kameras erfasst. Brian allerdings nicht. Die Ermittler sind so perplex, dass sie für die Sichtung des Materials sogar die Mitarbeiter der Bar hinzuziehen. Gemeinsam gehen die Polizei und das Team der Bar die Aufnahmen akribisch durch. Als niemand Brian sehen kann, beginnen sie zu zählen. Zuerst wird jede Person gezählt, die die Bar betreten hat. Dann jede Person, die die Bar verlassen hat. Alle Beteiligten kommen zum selben Ergebnis. Unter den Personen, die Bar verlassen, fehlt eine Person. Und diese Person ist Brian Schäffer. Die einzige andere Tür, die aus der Bar hinausführt, ist nur für das Personal zugänglich. Doch auch von den Mitarbeitern der Bar wird sie kaum genutzt.
Sie ist nicht einmal als Ausgang ausgeschildert, denn die Tür führt durch mehrere Abstellräume zu einer Baustelle. Das Gebäude, in dem sich die Bar befindet, ist damals noch ganz neu. Drumherum wird noch viel gebaut. Der Weg führt zu keiner Straße und zu keinem Fußgängerweg. Weshalb soll Brian sich also durch die Hintertür auf eine Baustelle geschlichen haben? A lot of people believe that Brian could still be buried in the bar, in the walls, or in the construction area. We started at the roof, we worked our way down. Any indication that maybe he was stuffed in a floorboard somewhere? The floors are all cement. The walls and their block or plaster cement. There's just no way Brian was left anywhere in that building. I mean, it was searched with a fine-tooth comb. We had the cadaver dogs come in and go through that building. And, you know, had he been in there, even if he was covered up with dirt, they would have hit on it and picked up on it. Auch der Notausgang kommt als Ausgang, den Brian unbemerkt benutzt haben könnte, nicht in Frage. Der Notausgang führt über Treppen zur selben Tür, zu der auch der reguläre Ausgang über die Rolltreppen führt. Er liegt im Fokus von mehreren Überwachungskameras. Keine von ihnen hat Brian aufgezeichnet. Neben dem Ausgang an den Rolltreppen gab es einen Lift, der von Musikern genutzt wird, die in der Bar auftreten. Aber auch hier hängen Kameras. Auf keiner der Aufnahmen ist Brian zu sehen. Zudem sagen die Mitglieder der Band, die in dieser Nacht in der Bar auftrat, dass keiner von ihnen Brian gesehen hat. Das vorerst letzte Signal von Brians Handy gibt es um etwa 2.10 Uhr am Morgen des 1. April 2006. Zu diesem Zeitpunkt schickt William ihm eine SMS, in der er ihn fragt, wo er sei. Wenn Brian sein Handy bei sich hatte und die SMS gesehen hat, hätte er William also sofort erreichen können. Zum Beispiel für den unwahrscheinlichen Fall, dass er versehentlich in der Bar eingeschlossen worden sei oder dergleichen. Aber das ist nie passiert. William und Meredith selbst hatten ja sogar noch die Toilettenräume durchsucht. Wäre jemand mit Brian in der Bar zurückgeblieben, wäre das den Ermittlern bei der Zählung der Gäste auf den Videobändern aufgefallen. Aber es fehlt nur eine einzige Person. Es ist, als habe Brian sich im Ugly Tuna Saloon in Luft aufgelöst. Obwohl es keinen Anhaltspunkt dafür gibt, dass Brian die Bar überhaupt verlassen hat, bleibt der Polizei nichts anderes übrig, als die Straßen von Columbus abzusuchen. Zwischen dem Ugly Tuna Saloon und Brians Wohnung in der King Street liegen etwa 2 Meilen. Zu Fuß würde dieser Weg etwa 40 Minuten in Anspruch nehmen und an einigen dicht befahrenen Straßen vorbeiführen. In Columbus leben knapp 900.000 Menschen und in der ersten Nacht vom Spring Break dürfte in der Stadt trotz später Stunde noch einiges los gewesen sein. Brians Auto steht in seiner Einfahrt. Auch in der Wohnung selbst sieht alles ganz normal und ordentlich aus. Alle persönlichen Gegenstände von Brian sind noch da. Nichts deutet darauf hin, dass er geplant haben könnte, fortzubleiben. Zudem, da ja noch die Reise nach Miami ist, die er am 3. April eigentlich mit seiner Freundin Alexis antreten wollte. Alexis ist verzweifelt. Wie auch Brians Familie und die Ermittler kann sie sich nicht erklären, was ihrem Freund zugestoßen ist. Aber sie möchte die Hoffnung, ihn irgendwie zu finden, nicht aufgeben. Gemeinsam mit Kommilitonen druckt sie hunderte Flyer mit Brians Foto und verteilt sie in der ganzen Stadt. Obwohl sie weiß, dass die Polizei alles abgesucht hat, wird Alexis selbst aktiv. Gemeinsam mit Brians Familie durchkämmt sie noch einmal ganz Columbus. In einem Interview aus 2006 erinnert sie sich an die schwierige Zeit. I was very brokenhearted. And just very scared. And didn't really know what to think. You know, but I think the main question always came down to, is he dead or did he run away? Those are the two main, you know. Jeden Abend ruft Alexis Brians Handynummer an, in der Hoffnung, er würde eines Tages vielleicht abheben und sich bei ihr melden. Beinahe ein halbes Jahr lang ruft Alexis abends vor dem Schlafengehen auf Brians Handy an, in dem Wissen, dass sich jedes Mal nur die Mailbox melden wird. So wie jeden Tag seit dem 1. April 2006. Bis es im September 2006, beinahe ein halbes Jahr nach Brians Verschwinden, plötzlich ein Freizeichen gibt. Alexis ruft sofort noch einmal an. Wieder ertönt ein Freizeichen. Es ist schwer vorstellbar, was Alexis in diesem Augenblick gedacht und gefühlt haben muss. Über Monate hinweg hat sie jeden Abend nur die Mailbox gehört. Doch mit dem Freizeichen gibt es auf einmal neue Hoffnung.
Alexis meldet sich sofort bei der Polizei und erzählt, was passiert ist. Denn irgendjemand muss Brians Handy angeschaltet haben. Auch die Polizei wählt Brians Nummer. Und tatsächlich, es gibt ein Freizeichen. Dann wird der Anruf abgelehnt. Als die Polizei sofort darauf noch einmal Brians Nummer anruft, geht nur die Mailbox ran. Das Handy wurde wieder ausgeschaltet. Dennoch ist die Telefonverbindung ein wertvoller Hinweis. Denn die Polizei kann den Anruf orten. Brians Handy war in einer Funkzelle in Hilliard eingeloggt, nur etwa 23 Kilometer von Columbus entfernt. Allerdings wird diese Hoffnung schnell gedämmt. Das Telefon wird nie wieder eingeschaltet. Und dazu gibt Brians Mobilfunkanbieter zu bedenken, dass es sich auch einfach um einen Fehler handeln könnte. 2006 ist das Mobilfunknetz noch lange nicht so ausgereift wie heute. So schnell wie die Hoffnung aufgeflammt war, erlischt sie leider auch wieder. Im Herbst 2008 wird die Familie von Brian Schäffer von einem weiteren Schicksalsschlag ereilt. Anfang März 2006 starb Brians Mutter. Nur wenige Wochen später verschwand er spurlos. Nun, im September 2008, verstirbt auch Brians Vater Randy bei einem tragischen Unglück. Bei einem Hurricane wird er von einem herunterfallenden Ast erschlagen. Leider wird er nie erfahren, was seinem Sohn Brian zugestoßen ist. Auf einer Gedenkseite im Internet für Randy taucht kurz nach dessen Tod ein merkwürdiger Kommentar auf. Ein User schreibt in das digitale Kondolenzbuch "Für Dad, in Liebe Brian". Sofort gibt es neue Gerüchte, Brian könnte noch leben und auf der Internetseite für Randy Schäffner verewigt haben. Allerdings können die Behörden die IP-Adresse des Users ausfindig machen. Die Nachricht wurde von einem öffentlich zugänglichen Computer im Franklin County in Ohio abgesendet. Die Polizei hat den Zwischenfall als geschmacklosen Scherz zu den Akten gelegt. Über all die Jahre hat es im Fall Brian Schäffer nie einen konkreten Verdächtigen gegeben. An jeder Ecke des Falles gibt es Rätsel und Fragen, auf die es bis heute keine Antwort gibt. Alle Personen, die sich am 31. März 2006 im Ugly Tuna Saloon befunden haben, haben sich einem Lügendetektortest unterzogen. Mit einer Ausnahme. Brians Freund William hat die Teilnahme an einem Test verweigert. Laut eines Polizisten sollen er und Brian im Ugly Tuna Saloon eine Auseinandersetzung gehabt haben. Worum es dabei gegangen sein soll und wann genau sich die Auseinandersetzung abgespielt haben soll, ist nicht bekannt. The question comes up, why did he not take the polygraph much? Some people just don't trust polygraphs. Alles läuft auf eine Frage hinaus. Ist Brian Schäffer heute noch am Leben? Einige der zuständigen Ermittler betonen diese Möglichkeit immer wieder. Immerhin gibt es absolut gar keine Indizien dafür, dass Brian tot ist. Oftmals wird der besondere Druck, unter dem Brian gestanden haben muss, angemerkt. Ein Medizinstudium ist extrem anspruchsvoll und Brian befand sich in den letzten Zügen. Dazu kam noch die Krankheit und Anfang März 2006 der Tod seiner Mutter. Die Zeit vor seinem Verschwinden muss für Brian unfassbar hart gewesen sein. Es ist also nicht unvorstellbar, dass Brian vielleicht einfach nicht mehr weitermachen konnte oder wollte wie bisher. Vielleicht ist er abgehauen und hat anderswo ein neues Leben begonnen. Allerdings gibt es einen wichtigen Punkt. Randy hat Brian kurz nach dem Tod von Brians Mutter einen Scheck ausgestellt. Er stammt aus dem Nachlass von Brians Mutter. Insgesamt standen Brian 25.000 US-Dollar zu. Er hat das Geld aber nie angerührt. Sollte er wirklich ein neues Leben begonnen haben, hätte er dieses Geld dann nicht mitgenommen, um sich etwas Neues aufzubauen? Noch dazu wirkt es wenig wahrscheinlich, einen solchen Plan spontan nach einer Partynacht zu fassen. Insbesondere, da er sich so sehr auf den Urlaub mit Alexis gefreut hat und wo die Reise doch auch das letzte Geschenk seiner verstorbenen Mutter war. 2020 erhält das FBI ein Foto aus Mexiko. Es zeigt das Gesicht eines wohnungslosen Mannes, der von einem Zeugen fotografiert wurde. Der Zeuge denkt, bei dem Mann könnte es sich vielleicht um Brian Schäffer handeln. When you first saw this, what did you think? I was like, wow, it could be. Could it be? It's a possibility. Because it does look a little like him. It does. Das FBI arbeitet mit einer Gesichtserkennungssoftware. Durch das Programm kann ausgeschlossen werden, dass es sich bei dem Wohnungslosen in Mexiko um Brian handelt.
Dennoch bleibt der Fall Brian Schaeffer aktuell. Auch 2023 erhalten die Ermittlungsbehörden 1 bis 2 Hinweise monatlich. Erst 2021 veröffentlichen die Polizeibehörden von Ohio ein neues Fahndungsfoto. Es zeigt Brian, wie er 2021 vielleicht aussehen würde, 15 Jahre nach seinem Verschwinden. Brian wäre jetzt in seinen 40ern. Die andere Möglichkeit wäre, dass Brian nicht mehr am Leben ist. Aber wie soll er gestorben sein? Die Ermittler schließen aus, dass sein Leichnam sich im Gebäude des Ugly Tuna Saloon befinden könnte. Ein Unfalltod vor Ort kann also ausgeschlossen werden. Brian wurde in der Nacht vom 31. März auf den 1. April 2006 aber auch nirgendwo anders gesehen. Weder von Zeugen noch von Überwachungskameras. Verfolgt man die These, Brian sei in der Nacht seines Verschwindens gestorben und habe die Bar nie verlassen, muss jemand seinen Leichnam verschwinden lassen haben. Immer wieder wird im Zusammenhang mit Brians Fall von der Smiley-Face-Mord-Theorie gesprochen. Möglicherweise gab es in den 90ern und 2000ern einen Serienmörder, der es besonders auf junge, weiße Männer abgesehen hatte, die nach einer Party allein unterwegs waren. Ein Zusammenhang zwischen Mordfällen dieser Art konnte nie ganz sicher bestätigt werden, wird aber von Ermittlern vermutet. Der Name der Theorie kommt daher, dass in der Nähe der meisten Tatorte Smiley-Graffitis gefunden wurden. Üblicherweise wurden die Opfer ertränkt. Insgesamt könnten bis zu 45 Tötungsdelikte in 11 verschiedenen Bundesstaaten auf den Smiley-Face-Mörder zurückzuführen sein. In etwa einem Viertel der vorliegenden Fälle fand man das besagte Smiley-Graffiti in Tatortnähe. Das FBI ist ebenfalls in den Fall involviert, konnte aber bislang keine Verbindung zwischen den Delikten feststellen. Brian hätte als weißer junger Mann, der von einer Party nach Hause ging, in das mögliche Opferschema gepasst. Allerdings ist zum einen überhaupt nicht sicher, ob es den Smiley-Face-Mörder tatsächlich gibt, und zum anderen bleibt dann immer noch die Frage, wie Brian überhaupt aus der Bar hinausgekommen ist, um dem Mörder möglicherweise zu begegnen. Immer wieder landet man bei der Betrachtung des Falles im Ugly Tuna Saloon und fragt sich, was dort passiert sein mag. Wie wir wissen, gibt es nur eine Person, die später einen Lügendetektortest abgelehnt hat. Brians Freund William. Laut der zuständigen Polizeisprecherin gibt es in den Aussagen einer Person Lücken. Allerdings kann sie nichts Näheres dazu sagen, um wen genau es sich handelt. Do you feel that somebody that has been interviewed in the past maybe withheld information? I do. You do. Mm-hmm. But you can't say who yet. I can't say who. Oft wird spekuliert, dass die Polizeisprecherin hier auf William anspielen könnte. Brians Bruder Derek soll gegenüber Medienvertretern gesagt haben, ihn habe Williams Verhalten stutzig gemacht. Aber wir wissen es nicht. Zwar ist von einer Auseinandersetzung zwischen Brian und William in der Bar die Rede, aber wer auch immer Brian Schaeffer möglicherweise geschadet hat, hätte in dieser Nacht ein nahezu perfektes Verbrechen begangen. Und weshalb sollte William seinem Freund überhaupt geschadet haben? Und wie hätte er das hypothetisch Geschehene so geistesgegenwärtig vertuschen sollen? Leider gibt es in diesem vermissten Fall unsagbar viele Fragen. Und egal welche man sich stellt, sie führen immer weiter zu neuen Fragen, die allesamt unbeantwortet bleiben. Ob Brian Schaeffer noch immer am Leben ist, können wir nicht wissen. Aber noch heute gibt es Menschen, die Brian nahestanden und die weiter kämpfen werden, um eines Tages die Wahrheit zu erfahren. Vor seinem Tod hat Randy Schaeffer sich für ein neues Gesetz im US-Bundesstaat Ohio stark gemacht. Das Gesetz soll sicherstellen, dass es für Vermisstenmeldungen und den Umgang mit Angehörigen einheitliche Vorgehensweisen gibt. Denn als Brian verschwindet, obliegt es noch jeder Polizeidienststelle selbst, ob und wie sie Ermittlungen anstellt. Das Gesetz ist bis heute in Kraft. Auf diesem Weg dürfte Randy vielen Familien geholfen haben, die ein ähnliches Schicksal leiden müssen wie er selbst. Auch wenn Randy nie erfahren hat, was mit Brian geschehen ist, gibt es immer noch Hoffnung. Sollte es in dem Fall neue Entwicklungen geben, halte ich euch natürlich auf dem Laufenden. Schaut dafür einfach bei Insolito Crime News vorbei. Das ist unser Zweitkanal, auf dem es regelmäßig Updates zu aktuellen Kriminalfällen und Cold Cases gibt. Den Link dazu findet ihr in der Infobox. Natürlich bin ich auch sehr gespannt auf eure Gedanken und Theorien zu dem Fall. Was denkt ihr? Was ist mit Brian Schaeffer geschehen? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Neben einem Kommentar freue ich mich aber auch über ein Like und Abo. Und aktiviert auch gerne die Glocke, denn so verpasst ihr keine Videos mehr und gleichzeitig bekommt das Video kurz nach dem Upload viel Interaktion und das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das Video Leuten vorgeschlagen wird, die Insolito noch nicht abonniert haben.
Vielen Dank schon einmal im Voraus und auch vielen Dank fürs Zusehen. Ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen. Ich wünsche euch einen guten Morgen, Mittag oder Abend oder je nachdem, wann ihr das Video seht und hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Ciao, Leute.